wollte doch nur mit meinem neuen Hemd angeben. It makes me look stronger here. Ja, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist, wenn eine Frau sagt, riech mal, dann riecht es meistens gut. Ich habe davon gehört, weiß natürlich auch aus mir selber, dass es sich richtig verhält. Aber offen gestanden, ich glaube, dass das Gesetz in vielen Fällen ebenso schwer zu deuten ist wie der Entwurf zu einem neuen Wechselgesetz, von dem ich neulich in einer Zeitung las. Da stand, es sei so verwickelt, dass niemand daraus klug werden könne, ohne den Verstand zu verlieren. Ich will gestehen, dass ich zu der inneren Stimme, auf die der Unglaube immer hinweist, also auf einen unwandelbaren Kompass, nur ein stark bedingtes Vertrauen habe. Wer sagt uns, dass nicht unsere fromm maskierte Eigenliebe, Eitelkeit oder Begierde den Beichtvater für uns spielt? Die Stimme des Gewissens ist auf alle Fälle so vielzüngig, sie spricht zu einem Menschen in einem ganz verschiedenen Ton, je nachdem die Sonne scheint und der Geld in der Tasche hat oder der Himmel grau ist und Schmalhans oder Krankheit im Hause regieren. In seinem herrlichen Buch vom Sündenfall hat Propst Magnussen auf seine bestimmte Weise ausgesprochen, dass das Gewissen der ewigen Weisheit gegenübergestellt werden muss, ehe wir sicher sein können, dass es nicht eine falsche Gottesstimme, ja selbst die Lockstimme des Teufels ist, der uns hinterlistig zur Sünde verleiten will. Frau Engelstoft, die fürchtete, dass seine Anspielung in diesen Worten sollte, zuckte die Achseln. »Wie jung sind Sie?« sagte sie und ging an ihren Arbeitstisch zurück. Hier begann sie in einigen Abrechnungen zu blättern und indem sie über den Rand der Papiere einen bösen Blick zusandte, fügte sie in gleichgültigem Tone hinzu, »Lassen Sie mich doch hören, wo suchen Sie denn das Gesetz Gottes?« In seinen Worten, in seinen klaren, offenen Worten, die niemals zweideutig sind, niemals Platz für Missverständnis oder Juristerei übrig lassen. In der Heiligen Schrift stehen seine Gebote mit einer Deutlichkeit geschrieben, dass selbst der Einfältigste sie begreift. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Diese Gebote bilden die Grundlage für die Gesellschaftsordnung aller christlichen Staaten. Daher kann man nicht ohne eine starke Verdrehung der Wahrheit sagen, dass das göttliche Gesetz nicht mehr für die Menschen existiert. Der Kampf gegen das Chaos ist freilich keineswegs zu Ende. Gottes Ordnungsreich ist hier auf Erden nur erst in seinen Worten begriffen. Sorry. Das musste. Aber mit jedem Tag, der vergeht, wächst es im Dunkeln wie ein Küchlein im Ei und einmal wird das Licht siegreich über die Welt hereinbrechen. Vielleicht ist der Tag gar nicht mehr so fern. Und auf alle Fälle, ja, Sie müssen verzeihen, dass ich das so geradeaus sage, Frau Engelstoft, wenn man, so wie Sie, sich außerhalb der kämpfenden Kirche und der Gemeinde der Gläubigen gestellt hat, so ermangelt man einer wesentlichen Bedingung, gerecht über Sieg und Niederlage urteilen zu können. Frau Engelstoft warf die Papiere hin und nahm einen gestrickten Schal, der über der Rückenlehne des Schreibtischstuhles hing. Es fror sie. Mit ihren kleinen, schnellen und sicheren Schritten ging sie durch das Zimmer, indem sie die Arme in den Schal wickelte, um die Kälteschauer zu bekämpfen, die sie durchrieselten. Dass der Kaplan ein paar Mal nach dem Sofa hinübergesehen hatte, wo Esther saß, und dass seine Rede überhaupt ebenso viel an die Tochter wie an sie gerichtet war, hatte sie trotz ihrer Geistesabwesenheit wohl bemerkt. Aber seine Worte drangen aus der Ferne zu ihr wie über einen tiefen Abgrund. Plötzlich aber blieb sie stehen, warf den Kopf zurück und rief, »Wie mögen Sie nur alle diese schäbigen Phrasen in Ihren Mund nehmen? Sehen Sie denn nicht, Mensch,
wie Gottes Gebote jeden Tag verhöhnt werden, und zwar in der Kirche selbst und von den eigenen Männern der Kirche. Du sollst nicht töten. Nein, aber wenn die Könige und die Börsenmatadoren Krieg wollen, flehen die Geistlichen freudig Segen auf die Mordwaffen herab. Da steht auch geschrieben, du sollst nicht schwören. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein, und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus oder Gut. Und wer einen Geschiedenen ehelicht, wird zur Ehebrecherin. Aber was tun die Geistlichen? Stehen sie nicht vor dem Altar und segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes die erste, beste, unanständige Verbindung? Ich sage Ihnen, von dem Tage an, wo ein Geistlicher ein Menschenpaar traute, obwohl er wusste, dass, was er segnete, nur ein Mietskontrakt und so viel Monaten gekündigt war, von dem Tage an entzog Gott der menschlichen Gesellschaft seinen Geist. Da ward das Allerheiligste des Lebens entheiligt. Der letzte Altar war der Schande preisgegeben. Das Reich Gottes, nein, ein Teufel regiert die Welt, und wer am gewissenlosesten stiehlt, lügt und tötet, den sättigt er mit seinem Segen. Der Kaplan antwortete nicht. Er wusste, dass wenn Frau Engelstoft auf die Scheidungsfrage kam, die Leidenschaft mit ihr durchging. Aus Rücksicht auf die Gegenwart der Tochter schwieg er, um nicht Anlass zu mehr von diesen gehässigen Worten zu geben, die herausgeschleudert wurden wie glühende Steine aus einem Krater. Verlegen sah er wieder zu dem jungen Mädchen hinüber, das bei dem Ausbruch der Mutter weiß vor Angst geworden war. Armes Kind, dachte er, sie hat es schwer hier. Frau Engelstoft kehrte nun an ihren Schreibtisch zurück und setzte sich im Stuhl zurecht zu ihren Berechnungen, um den Kaplan zu deuten, dass er gehen solle. Da verbeugte er sich und entfernte sich missmutig. Als der Nachtwächter auf Sophieux in der dunklen Regennacht seinen dritten Rundgang um die großen Scheunen vorüber an den Ställen und den langen offenen Warenschuppen gemacht hatte und nach dem Schloss zurückkehrte, stieg er mit seinen ungewöhnlichen mürrischen Gebrumme und Fluchen in den Keller unter den Wirtschaftshügel hinab, um seine Nachtmahlzeit zu verzehren und ein wenig heißes Bier zu trinken, das für ihn in der Gesindestube hingestellt war. Es war Gebrauch geworden, dass, wenn er hier unten an dem langen Tisch in dem großen düsteren Raum saß, die Laterne vor sich auf die Tischplatte, er eine kleine Unterhaltung mit den Mägden machte, die in der Kammer dahinter lagen und von denen in der Regel die eine oder die andere von dem Schein der Laterne oder dem Stampfen einer schweren Holzschuhstiefel geweckt wurde. Um Luft zu schaffen, stand die Tür zwischen den beiden Räumen während der Nacht immer offen. Nachtwächter Sören war ja ein alter Kerl, vor dem man sich nicht genieren brauchte, und trotz all seines Brummens und Fluchens war er ein Spaßmacher, mit dem die Mägde gern ein wenig Scherz trieben. Der Anfang wurde gewöhnlich da drinnen aus den Betten mit einer Frage nach dem Wetter, einem langen Gähnen oder einem schlaftrunkenen Fluchen über das verdammte Rumoren, das er betrieb, gemacht. Und Sören, dessen Ruf als Witzbold daherstammte, dass er ein größeres Mundwerk hat als selbst der Großknecht, beantwortete unweigerlich jede noch so unschuldige Bemerkung auf eine Weise, dass sie eine unanständige Bedeutung erhielt. So entstand dann ein Kichern und Quietschen da drin und unter der dicken, wollenen Betten und eine Magd nach der anderen erwachte. Als Sören in dieser Nacht aus dem Regen herunterkam, hörte er schon draußen auf dem Gang, dass die Mägde wach waren. Das Geplapper ging da drinnen wie in einer Spinnstube, kaum dass sie's merkten, als er hereingetrampelt kam und niemand antwortete auf seinen guten Abend. Der Besuch des Herdesvogtes und die Gerüchte, die dies auf dem Hofe erzeugt hatten, hielten sie in Atem. Verdrießlich setzte er sich an den Tisch und begann stumm mit seiner Mahlzeit. Mit einem Taschenmesser schnitt er einen Happen von dem fingerdicken Butterbrot ab und stopfte ihn mittels eines Drucks seines Daumens gut in die rechte Backentasche hinab. Als er eine Weile vergeblich darauf gewartet hatte, dass man Notiz von ihm nehmen solle, sagte er mit barscher Stimme: Bevor wir das hören, kleine Illustration, die immer wieder zur Verfügung steht, von diesem bärbeißigen Nachtwächter. Er sagte also mit barscher Stimme: Was für Narrenpossen habt ihr da eigentlich vor, ihr Dirnen? Ihr habt wohl nicht gar Mannsleute bei euch, oder? Du kannst ja reinkommen und unter das Oberbett gucken, sagte eine. Ja, da bist du, Lotte, mein süßes Snuteken.
Du kannst es wohl gar nicht mehr aushalten. Ja, wacht nur einen Moment, dann bin ich gleich da. Weißt du, am Ende, Sörensen, wenn der Hadesvogt heute oben bei der Kröte war, fragte eine andere.